Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. Unsere Pressekonferenz noch, die wenigen Zuschauer da sind. Endstand ist ja klar, 1:0 für Pippi Tritt. Da begrüßen wir den Weiß von Pippi Tritt. Glückwunsch zum Sieg. Haben Sie das erwartet? Also wir haben alles andere erwartet, als dass wir hier überhaupt punkten können. Wir haben ja ein bisschen eine schwierige Vorbereitung gehabt. Nicht allzu viele Einheiten gemacht, aber der Höchstkonni sagt ja immer, Training wird total überschätzt. Von daher, das war also sehr überraschend. Wobei ich sagen muss, wir sind sehr, haben sehr ordentlich angefangen. Haben aber dann unsere zwei spielstärksten Spieler verloren, den Kubica und dann in der Halbzeit mit dem Ruben. Dadurch haben wir dann kaum mehr Entlastung gekriegt nach vorne. Und der Druck wurde dann natürlich schon mit der Zeit immer größer. War natürlich für die Mannschaft, die Spiel machen muss, hier natürlich nicht so einfach zu spielen. Ne? Verspringen viele Bälle, das ist immer so. Und dann haben wir natürlich einen guten Torwart gehabt, der zwei, drei tolle Aktionen gehabt hat. Die waren auch wichtig für uns. Aber dass wir selber mal in der Lage sind, ein, zwei, drei Mal nach vorne zu spielen, das hat man, wissen wir ja. Und das war natürlich dann schon sehr abgebrüht, wie wir das dann vorgemacht haben. Ja, danke erstmal. Daniel, verpasster Auftakt 2016. Was sagst du zum Spiel? Ja, erstmal ist es genauso gelaufen, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Wir wussten ganz klar, dass Pippi sehr große Probleme hatte in der Vorbereitung, auch die Einheiten hinzubekommen. Man hat gesehen bei den Spielern vom Gegner, so einen unfitten Zustand habe ich selten bei ihnen gesehen in den Jahren, wo ich sie jetzt hier treffe. Und uns war klar, umso länger das Spiel dauert, umso größere Probleme haben sie, das Tempo zu halten. Und allerdings mit dem Schnee heute Nacht und nochmal einer tieferen Wiese, wie wir es eigentlich schon angenommen hatten, war es dann einfach auch für uns schwierig, das Spiel und den Druck halt hochzuhalten, weil auch für uns waren dann irgendwann die Beine auch schwer. Aber wir haben halt einfach wirklich gewusst, dass sie ab 60 werden sie voll abbauen. Und das war das Spiel, so war es angelegt. Dementsprechend wollten wir sie bis dahin gut beschäftigen, viel im Lauf halten. Und dann musste halt auch mal vielleicht ein bisschen Glück haben bei der Standard oder irgendwas und mal ein Tor vielleicht so, vorher machen oder mal einen Fehler von ihnen. Aber da kam halt nicht viel. Die Sachen, die wir uns dann auch hervorragend rausgespielt haben in der zweiten Halbzeit, die hat der Torwart halt dann vereitelt. Und wenn du dann halt einmal nicht aufpasst und wenn du mit dem Serge so einen Unruheherd da vorne drin kriegst in der zweiten Halbzeit, der körperlich halt einfach nur erstmal gegen den Mann agiert und dann erst gegen den Ball, und wenn der Schiri das einfach nicht sieht, dann kriegst du halt auch die Freistöße und die Entlastung für sie. Und ja, und so war es halt auch beim Gegentor. Wir hatten den Ball ja eigentlich schon zurückerobert. Der Mario verliert ihn dann nochmal, so kommt dann wieder eine Standard, dann kommt die nächste Aktion, dann hat der Gix einen Ball. Wie gesagt, auch wir haben eine Fehlerquelle auf so einem Boden und ja, und da war es halt einfach schwierig. Ich kann in der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Eigentlich ist der Plan so aufgegangen, wie wir ihn spielen wollten. Nur, dass wir halt unser Tor nicht gemacht haben. Ich glaube, dann hätten sie ein bisschen kommen müssen, dann hätten wir sie ja wahrscheinlich auch kaputt gemacht. Dementsprechend laufen so Spiele so und müssen wir akzeptieren. Ich glaube, die nächsten Wochen werden ein bisschen anders. Ich mag mich dafür auch nicht entschuldigen, dass wir nicht auf den Kunstrasen gehen bei dem Wetter, weil unser Ziel ist, auf einer Wiese zu spielen und nicht auf einem komischen Untergrund. Und deswegen nehme ich das so in Kauf, wie es jetzt ist. Und wie gesagt, ich glaube, unsere Stärke wird in den nächsten Wochen umso besser die Plätze kommen, werden noch kommen. Ja, danke Daniel. Wer weiß, das Wetter schaut ja nicht so aus. Kann man dann im Pippi überhaupt spielen nächste Woche? Ja gut, wir waren jetzt schon seit Monaten nicht mehr bei uns auf dem Platz. Das schaut eigentlich hervorragend aus. Also jetzt müssen wir nicht mehr abwarten, wie das Wetter wird die Woche. Aber jetzt wollen wir schon weitermachen. Wir brauchen ja die Spiele als zusätzliche Trainingseinheit, damit wir dann in den nächsten paar Wochen dann hoffentlich auch in ein bisschen körperlich ein bisschen einen besseren Zustand reinkommen. Wobei sie heute natürlich schon viele Verletzungen abgezeichnet haben. Kam natürlich auch durch die Unfitness. Aber jetzt müssen wir mal schauen, dass wir erstmal nächste Woche wieder genügend fit das Spiel auf dem Platz haben. Ja, aber trotzdem, Herr Kacheln, sage ich mal, war ja klar, dass Sie die Spiel machen wollen oder müssen. Ja, und ihr steht ein bisschen hinten rein. Bei den nächsten Partien weiter weggehen, spielt ihr nächste Woche? Nächste Woche spielen wir gegen Sport München, das ist natürlich dann ein Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg. Ne? Ja klar, und dann natürlich auch gegen Tobias Stobel noch, den ehemaligen Trainer. Heißes Duell und da wünsche ich mir natürlich viel Glück und wir werden es schon mal. Daniel, nächste Woche Sandhofen,
kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich Kunstrasen wird, oder? Also wir nehmen es mal an. Sie werden es hoffentlich früh genug ankündigen, was im Allgäu ist. Aber ich denke mal, dass da auch noch Schnee liegt und dementsprechend wir da auf Kunstrasen spielen wollen. Der ist natürlich, hat auch nicht das Gardemaß, um gut und großräumig Fußball zu spielen. Ist ziemlich klein. Also es wird sicherlich auch da ein fieses Spiel werden. Wenn du oben wirklich die Musik vorgeben willst, dann musst du die fiesen Spiele halt auch gewinnen. Und wir haben halt leider heute eins davon nicht gewonnen. Und dementsprechend sind wir jetzt ein bisschen im Hintertreffen. Die anderen Mannschaften haben die letzten Wochen jetzt mal noch nicht das gebracht, was sie zu leisten imstande sind, außer Pullach. Und dementsprechend wird es noch ein langes, spannendes Rennen werden. Okay, danke. Das war's dann schon. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und sehen wir uns beim nächsten Heimspiel. Wiederschauen.